Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins hier auf MyRegioTV. 14-tägig erzählen wir auch diesmal die Geschichten der Menschen im Kreis und schauen wie immer mit der Kamera auch hinter die Kulissen. Schön, dass Sie uns wieder angeklickt haben. Hier sind die Themen unserer aktuellen Sendung. Wir besuchen den neuen Wintermarkt geschmackvoll. Design trifft Genuss in Übach-Palenberg. Erleben in Hückelhofen die Spielfreude des musikalischen Spitzennachwuchses unseres Bundeslandes und lassen uns von spektakulären Licht- und Farbinszenierungen in eine Welt voller zauberhafter Stimmungen versetzen. Geschmackvoll, Design trifft Genuss. So heißt ein neuer Wintermarkt in der Waschkaue der ehemaligen Zeche Carolus Magnus in Übach-Palenberg. Eine attraktive Erlebnismeile für große und kleine, junge und ältere Designliebhaber, Individualisten, Modebegeisterte und Leckerschmecker. In einer nicht enden wollenden Schlange strömen die Besucher zur Premiere des neuen Wintermarktes geschmackvoll. Design trifft Genuss. Auf das Gelände der Waschkaue in Übach-Palenberg. Entlang der Foodtrucks mit frisch zubereiteten Speisen, exotischen oder auch ungewöhnlichen Köstlichkeiten gelangt der Besucher ins Innere des Marktes und trifft auf ein reichhaltiges Angebot dutzender Kunsthandwerker, Händler und Dienstleister. Es gibt bereits eine Reihe von Kunsthandwerkermärkten und Streetfood-Märkten in der Umgebung. Streetfood-Märkte sind mehr für Männer, Kunsthandwerkermärkte mehr für Frauen. Und wir wollten eben ein Ausflugsziel für beide schaffen, haben gedacht, machen wir noch ein buntes Kinderprogramm drumherum und dann ist der Familienausflug perfekt. Dies sehen auch einige tausend Besucher so und lassen sich vom Angebot inspirieren. Für Thorsten Lessig, Inhaber der wohl kleinsten regionalen Brauerei, ein absolutes Muss, dabei zu sein. Weil die Genussvoll, ne, der Name sagt schon, passt natürlich zu unserem Produkt sehr, 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 sehr gut. Und wir sind halt ganz, ganz, ganz klein, ne, und haben hier eine Spezialität gemacht. Unser Produkt hebt sich ab von den ganzen Konzernbieren, das war auch unsere Intention, ne, dass wir das gemacht haben. In unserem Bier ist ein Hauch Röstmalz, ist also kräftiger im Geschmack und hebt sich halt sehr gut ab. Und es ist sehr gut, wird das angenommen. Und wir sind total happy darüber, dass uns sehr viele Leute unterstützen. Während Christina Theisen ihre ganz individuell entworfenen und in ihrer Goldschmiedewerkstatt gefertigten Schmuckstücke präsentiert, findet der Besucher bei Art of Indonesia nicht alltäglichen Schmuck und Accessoires, bei denen Holz an erster Stelle steht. Wohnaccessoires, Dekorationen und Schmuckstücke der besonderen Art. Wir wollen den vielen Weihnachtsmärkten, die es ja schon in der Umgebung gibt, gar keine Konkurrenz machen, sondern wir wollen den Leuten die Chance bieten, bevor der Weihnachtsstress losgeht, sich schon mal umzuschauen, Ideen zu sammeln, vielleicht auch schon die ersten Geschenke zu kaufen. Dazu können durchaus auch der Babybauchabdruck oder die 3D-Hand- und Fußabdrücke des eigenen Sprösslings gehören. Besonderen Schmuck finden Besucher bei Felicia Kufferath-Kassner, die Glanzstücke mit Geschichte verkauft. Jedes Produkt ist mit Liebe ausgewählt und besitzt seinen eigenen Charakter. Vintage-Schmuck, alt, erlesen, original und selten. Bei uns ist jedes Schmuckstück ein Einzelstück und hat Geschichte hinter sich. Die Schmuckstücke stammen aus den 40er bis 90er Jahren, wurden von uns wieder aufgearbeitet, gereinigt und eventuell auch nochmal restauriert, wenn da irgendwas dran war. Und jetzt ist jedes Stück quasi wieder wie neu, aber trotzdem mit Geschichte und Original aus den 40er bis 90er Jahren. Eine ganz besondere Spezialität finden wir dann noch kurz vor dem Ende unseres Marktbesuches. Herbie's Ice Rolls, die auf einer minus 30 Grad kalten Platte auf individuellen Wunsch hergestellt werden. Wir benutzen dazu frische Zutaten, frische Früchte und der Kunde kann individuell selber seine Zutaten aussuchen und wir werden das dann dementsprechend zubereiten. Mit reichlich leckerer Deko und Varianten für Veganer und laktoseintoleranten Besuchern begeistert Herbie seine Kunden. Das Eis kommt aus Thailand, das gibt es seit ungefähr einem Jahr in Europa. Wir sind europaweit die Vierten, die das machen insgesamt.
Mit Hilfe eines Spachtels entstehen die Ice Rolls, die thailändische Art der allseits beliebten Süßspeise. Und jetzt heißt es, geschmackvoll genießen. Es sind Konzerte von Kindern für Kinder, wobei die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und der hohe Einsatzwille der jungen Musiker sowohl das junge als auch das ältere Publikum immer wieder begeistert. Con Brio holt das Kinderorchester NRW in seinem Jubiläumsjahr nach Hückelhofen. Normalerweise stehen die Freunde der Kammermusik von Con Brio in Hückelhofen für ein anderes Programm als Orchesterkonzerte. Doch auch im vergangenen Jahr brachten sie das Kinderorchester NRW, kurz KIO genannt, bereits auf die Bühne der Aula. Das hat sehr viel Begeisterung hier in Hückelhofen ausgelöst und bin sicher, dass das auch in diesem Jahr wieder so sein wird. Im Jubiläumsjahr sind wir ganz besonders stolz, uns gegen Konkurrenz größerer Städte im Land hier durchgesetzt zu haben. Bedingt auch dadurch, dass wir hier in Hückelhofen ganz ideale Bedingungen haben mit der Aula, ihrer besonderen Akustik, und das wird gerne vom Kinderorchester genutzt. Für die 13-jährige Alina aus Bergisch Gladbach ist es immer wieder spannend, wenn es auf die große Bühne geht. Ich finde es einfach nochmal spannend, wenn man zum Beispiel die Noten zugeschickt bekommt, dann kann man sich das nicht mehr wirklich vorstellen, wie das gemeinsam klingt, und dann einfach der Moment, wenn das ganze Orchester das erste Mal zusammenspielt, ist überwältigend, würde ich sagen. Dem 12-jährigen Darius fällt eine ganz besondere Aufgabe zu. Er spielt nicht nur die erste Geige, er ist auch der Konzertmeister des Ensembles. Als Konzertmeister habe ich verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel, ich bin fürs Stimmen zuständig, ich leite so meine Stimmgruppe, also jetzt die ersten Geigen dann. So wie Darius finden im KIO musikalisch hochbegabte Kinder zwischen 10 und 14 Jahren einen Ort, an dem sie ihr musikalisches Talent spielerisch und professionell entfalten können. In den Verantwortungsbereich von Lena Zimmer fällt die Planung und Umsetzung der Projekte des KIO. In diesem Jahr ist es natürlich ganz besonders spannend. Wir feiern 10-jähriges Jubiläum. Wir sind auch sehr gewachsen. Früher sind wir von dem regionalen Orchester Kinderorchester Ruhr, haben wir uns landesweit aufgestellt. Das war im Jahr 2012. In den ganzen Jahren ist es natürlich toll, wenn man sieht, welche Entwicklung das Orchester gemacht hat. Wir haben Kinder mittlerweile aus allen Landesteilen, also wirklich von Detmold bis Aachen ist alles dabei. Und die kommen zusammen zu Proben in den Ferien an den Wochenenden. Also da steckt sehr viel dahinter, sehr viel Engagement von allen Beteiligten. Jetzt im Moment ist der Höhepunkt der Arbeitsphase so langsam erreicht. Jetzt mit diesem Konzert in Hückelhofen. Aus dem ganzen Land kommen die Besten der Besten zusammen, um in diesem Landesensemble gemeinsam zu musizieren und ihr Publikum von klein bis groß zu begeistern. Für Dirigent Witthold Werner immer wieder eine ganz besondere Aufgabe. Das ist natürlich toll, mit Kindern zu arbeiten, das habe ich sonst nicht. Und das Besondere an diesem Orchester ist dann eben, die Kinder bei ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen. Die machen eine unglaubliche Entwicklung durch in den Phasen. Manche fangen relativ bescheiden an, sage ich mal, aber so, dass sie gerade ins Orchester passen. Und nachher sind die Kinder, wenn sie uns dann verlassen, meistens mindestens so weit, dass sie in ein Landesjugendorchester können, dass sie zum Teil studieren sie inzwischen ihre Instrumente. Also ich glaube, wir haben da eine gute Entwicklung, die wir fördern und fordern können. Das Kinderorchester NRW. Spielfreude pur. Thank you.
Als nächstes zeigen wir Ihnen spektakuläre Licht- und Farbinszenierungen. Zuvor, nicht weniger spektakulär, ein ganz kurzer Werbeblock. Die SEWG. Gute Gründe für Wegberg. Attraktive, interessante und familienfreundliche Baugrundstücke. Provisionsfrei und erschlossen für Ihr neues Wohneigentum. Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Standortmarketing sind Teil unserer Aufgaben. Die Wirtschaftsförderung ist unser Service für ortsansässige Unternehmen, Investoren und Hochtechnologie. Die SEWG, Ihr kompetenter Partner in der Region. Edeka Henskes in Wassenberg. Täglich Frisches von 7 bis 21 Uhr. Eine riesige Auswahl vitaminreicher Obstsorten und viel Frisches vom Bauern um die Ecke. Qualität aus Meisterhand mit weit über 100 Wurst- und Fleischspezialitäten und einer reichhaltigen Auswahl an frischem Fisch. Im Weinsortiment finden Sie für jeden Gaumen den richtigen Tropfen. Den großen Durst stillen Sie in unserem Getränkemarkt. Auf Wunsch auch mit Lieferservice. Edeka Henskes. Wir lieben Lebensmittel. Jeden Tag. Freiheit, Lebenslust, grenzenlose Vielfalt. Bei Juwelier Kaya in Erkelenz. Edelstahlschmuck der Marken Ernstes Design, Breil, Piero Magli sowie ganz neu Steelware. Ob schlicht, edel oder extravagant, wählen Sie Ihre einzigartige Kombination und stellen Sie Ihr Collier oder Ihren Ring nach Ihren Wünschen individuell zusammen. Juwelier Kaya führt außerdem hochwertigen Schmuck in 585er und 750er Gold, mit und ohne Brillanten. Wir haben ständig mehr als 750 Freundschafts- und Trauringe in unserem Geschäft. Markenuhren von Ingersoll, Boss, Dolce Gabbana, Marco Polo, Bruno Banani, Icewatch, Certus, Girl Only und Hector zu unschlagbaren Preisen. Juwelier Kaya, Kölner Straße 28 in Erkelenz. Eine spektakuläre Licht- und Farbinszenierung verwandelt den ganzen Brückenkopfpark in eine Welt voll zauberhafter Stimmungen. Wege strahlen in warmen Tönen, Wallanlagen schimmern geheimnisvoll, Büsche und Bäume leuchten in bunten Farben. Seit 2012 begeistern die innovativen Lichtinstallationen des Illuminationskünstlers Wolfgang Flammersfeld den Jülicher Brückenkopfpark. Monatelange Planungen und einige äußerst lange Tage gehen einer solchen Veranstaltung voraus. Wir haben mehrere Kilometer, 8 bis 10 Kilometer Kabel verlegt. Wir haben mehrere 100 Scheinwerfer, wir haben bestimmt 20 Objekte. Wir haben ein Hydroschild, also es war schon eine Menge Arbeit. Wir haben zu 8, ich glaube, 6 Tage oder 7 Tage hier echt mal locht. Ziemlich spät nachts und ich glaube, es sind 20 Tonnen Material hier hingekommen. Immer in den Herbstferien herrscht im Park bei Anbruch der Dunkelheit für 2 Wochen eine ganz besondere Atmosphäre. Ein imposantes Bild mit vielen, vielen ganz kleinen und großen Überraschungen und ich denke, ein Event für die ganze Familie, ob groß oder klein. Diese Überraschungen erleben alljährlich über 15.000 Besucher und sind fasziniert von dem außergewöhnlichen Farbenspiel. Also das ist ja auch ganz schön mit den vielen bunten Farben, die immer eben bunt auf die verschiedenen Sachen leuchten und die Bäume sind dann manchmal blau. Ja, das ist einfach voll schön, wie das beleuchtet ist. Dabei lassen die Installationen aber auch eine Menge Spielraum für die eigenen Fantasien. Bei 2 Bildern musste man auch so ein bisschen überlegen, was das ist. Und wir hatten alle verschiedene Meinungen. Manche meinten, das wäre ein Mickey-Maus-Auto.
oder Schlitten, Boot, Schiff. In der Südbastion kann sich Wolfgang Flammersfeld nun endlich auch einmal seinen persönlichen Favoriten widmen, den Strichmännchen. Diese und mittlerweile über 100 weitere Lichtobjekte präsentiert er in ganz Deutschland. Wir haben neben einigen Parks, wie zum Beispiel im Brugerpark in Essen oder auch dem Egerpark in Erfurt, auch sehr große Parks. Wir haben Schlösser, wie zum Beispiel die Drachenburg in Bonn. Und wir haben Höhlen dabei, wie die Barbarossa-Höhle im Kyffhäuser Land oder die Dechenhöhle in Iserlohn. Einen faszinierenden Effekt und ein echtes Wohlbefinden erzeugt die angestrahlte Wasserwand, ein sogenanntes Hydroschild. Das ist eine Wasserwand, die mit 8 Bar Druck von unten nach oben geschossen wird. Die ist 6 oder 7 Meter hoch, ich weiß nicht genau, und 10-12 Meter breit. Und darauf wird ein Video projiziert, was in erster Linie sich um Blumen und Formen dreht. Auch im kommenden Jahr, pünktlich zu Beginn der Herbstferien, wird der Brückenkopfpark mit dieser zauberhaften Atmosphäre wieder seine Besucher begeistern. So schnell kann es gehen. Wir sind am Schluss unseres aktuellen Magazins. Ich hoffe wieder, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Die nächste Ausgabe stellen wir für Sie pünktlich ab dem 3. Dezember hier bei Maregio TV bereit. Bis dahin wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich eine schöne Zeit.